herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem YouTube-Kanal von Captain Bernhard. Jawohl, heute wird ein Campingmobil gemietet und zwar ein VW Bulli 6.1 mit California-Ausbau. Heute ist hier bei Roadsurfer aber auch gleichzeitig eine Riesenverkaufsaktion. All diese schönen Fahrzeuge hier können erworben werden. Nicht ganz uninteressant. Was kosten die denn so? Mal gerade einen Blick reinwerfen. Ein VW T6.1 California Ocean für 64.700. Wie sieht der denn innen aus? Wahrscheinlich genauso wie der, den wir mieten werden. Schön die Küchenzeile hier. Ja, eine bequeme Rücksitzbank. Das ist vielleicht doch ein kleiner Vorteil gegen den Kastenvan. Hubdach ist ja bekannt. Mit Beleuchtung oben. Ah, sieht schick aus. Bin mal gespannt. Ich kann den Text nicht mehr von den Eurythmics. Some of them want to... Oh. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem YouTube-Kanal von den Eurythmics von Captain Bernhard. Die Robetania sind wieder on the road und diesmal mit den Roadsurfern. Ja, in diesem Video zeige ich euch, wie versprochen, wie im Vergleich zur Robeta so ein schöner VW T6.1 Ocean California ist. Mit Hubdach, elektrisch sogar. Mit vielen Lampen und auch mit ausreichend viel Platz. Die Fahrt war schon mal klasse, super mega. Aber was der Wagen sonst noch so zu bieten hat, nach dem Intro, zeige ich euch. Also wir haben uns hier einen schönen, stillen Campingplatz in der Nähe von Speyer gesucht, damit wir morgen zum Porcupine Tree Konzert gehen können und sind mit diesem schönen VW unterwegs. Ein T6 Ocean California, ein Traumauto. Bei Roadsurfer gemietet und Kaffeemaschine. Farblich abgestimmt, ist natürlich auch mit dabei. Ja, was der Wagen so alles kann, wie viel Platz er hat, was er für Funktionen bietet, all das erfahrt ihr hier in diesem Video. Aber hier auf dem Campingplatz läuft heute eine Riesenparty. Die Musik wird wahrscheinlich dem YouTube-Algorithmus aufstoßen. Deswegen zeige ich euch morgen früh lieber ein bisschen was davon. Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier auf dem YouTube-Kanal von Captain Bernhard. Ihr seht, ich sitze hier in einem VW T6.1 California Ocean, den ich mir bei Roadsurfer gemietet habe und bin mit einem der beiden Robetania, mit dem Arno, gemeinsam hier in Speyer. Und wir wollen in Schwetzingen das vermutlich allerletzte Konzert unserer Lieblingsband Porcupine Tree heute sehen. Und für dieses Wochenende haben wir uns diesen Camper gemietet. Nicht nur, weil es praktischer für uns ist, sondern auch, weil ich nach dem Verkauf der Robeta einfach mal sehen wollte, wie lebt es sich denn oder wie campt es sich denn in einem solchen Camperbus. Ja, zunächst mal muss ich sagen, ich war beim Losfahren erstmal total begeistert, ganz klar. Das ist natürlich ein ganz anderes Fahren als in den Citroën Jumper oder Fiat Ducato. Der Bus hier geht richtig ab, hat eine Automatikschaltung, ein Abstandsregel, Tempomat. Das ist natürlich auf langen Strecken richtig gut. Und dann hat er natürlich auch richtig Power. Man kann schnell fahren und fühlt sich nicht wie in einem Kastenvan, sondern wirklich wie in einem schönen PKW. Also das hat richtig Spaß gemacht. Vor dem Hintergrund, dass einem klar ist, dass man hier ja einen Camper, in dem man auch übernachtet,
übernachten wird, dabei hat, ist das schon mal richtig klasse Gefühl. Auch einfach, wenn wir unterwegs an einer Autobahn Tankraststelle vorbeigefahren sind und geparkt haben, kein Problem, eine Parktasche zu finden, in die wir auch reinpassen. Dann natürlich die Schiebetür, die ich ja über alles liebe, und natürlich auch der Sitzkomfort beim Fahren. Also das ist alles richtig, richtig super. Das muss ich wirklich sagen, das gefiel mir vom ersten Augenblick an richtig klasse. Ihr seht, ich bin irgendwie eben erst aus dem Bett aufgestanden. Ich habe hier oben auf dem Hubdach geschlafen und da fange ich damit mal gleich an. Natürlich ist der Platz am Hubdachbett ein bisschen geringer als in der Robeta, aber nicht wesentlich. Wir haben Ausmaße von 2 Meter mal 1,10 Meter. Also wenn 2 Leute da oben schlafen, also mit der Liebsten gemeinsam, dann müsste das eigentlich sehr, sehr gut gehen. Aber das ist halt eben auch das Besondere hier in diesem relativ kleinen Fahrzeug, dass man halt eben 2 vollwertige Liegeflächen hat, oben, und wenn man die Rücksitzbank auszieht, halt eben auch unten. Also das ist schon mal klasse. Es wäre theoretisch möglich, mit 4 Leuten hier drin zu fahren und auch zu übernachten, aber da stößt der Wagen natürlich hinsichtlich seiner Platzkapazität eindeutig an seine Grenzen. So, jetzt habe ich mich mal hier auf die Rücksitzbank gesetzt und ja, hier sitzt man super bequem. Wir waren ja mit der Robeta zu dritt in Norwegen gewesen. Ich verlinke euch mal oben irgendwo die 3-Robetania-Tour durch Norwegen. Und ich habe dann viel Zeit hinten gesessen und der Sitzkomfort auf den hinteren Plätzen in einem Kastenvan ist halt eben für längere Strecken, naja, sagen wir mal, etwas bescheiden. Und hier sitzt man halt eben wie üblich auf einer VW-Bus-Sitzbank hinten mit einstellbarer Neigung der Rücksitzlehne und auch den Kopfstützen. Ja, man sitzt hier einfach super. Da könnte man also auch wirklich zu dritt über eine längere Strecke gut aushalten. Ja, bezüglich des Raumangebotes für Gepäck. Machen wir uns nichts vor. Der Wagen ist natürlich mit 4,90 Meter deutlich kürzer als der übliche Kastenvan. Und wir haben natürlich nur begrenzt Platz hier drin. Die Küchenzeile, die hier drin ist, hat halt eben eine 40 Liter Kühlbox. Finde ich jetzt eigentlich für so ein Auto gut. Die kühlt richtig klasse. Da muss man eher gucken, dass man da sich kein Gefrierfach bastelt, indem man auf Kühlstufe 5 geht. Also 3 reicht völlig aus. Wir haben auch 2 Gasflammen, so wie aus der Robeta noch gewohnt. Das ist alles super. Aber die Schränke und die Schubladenfächer und all das, wo man auch seine Kleidung hineinhängen kann, irgendwo gibt es natürlich bei so einem deutlich kleineren Fahrzeug auch seine Grenzen. Das ist ja logisch. So, ich zeige euch mal, was wir hier haben. Wir können hier diese Schiebetür öffnen und haben dann halt eben ein Besteckschubladenfach. Und darunter, ja, hier bringt man schon in diese beiden Fächer etwas rein an Kochgeschirr. Ja, und dann noch ein kleines Vorratsfach hier auf der anderen Seite. So ist es richtig. Ja, die üblichen Chips und so weiter für die Abende. Ich denke, das geht, wenn man zu zweit unterwegs ist. Ja, und wo wir schon mal dabei sind, hier auch direkt mal an der Küchenzeile, kann man hier eine Kühlbox öffnen und hochklappen. Und was findet sich da drin? Ja, wie in Norwegen. Bamsemums. Schönen Gruß an den Kai von Travel Camping Living an dieser Stelle. Müssen wir immer an ihn denken. So, die sind noch zu, noch nicht gebraucht. Ja, dann kommen wir hier schon hinten zum Kleiderfach. Ich habe jetzt hier meine Waschbeutel reingehangen. Hat man sicherlich die ein oder andere Jacke an dieser Kleiderstange aufgehangen. Hier eine Innenbeleuchtung drin, das ist super. Und ein Kosmetikspiegel für mich, Haare, später. Okay, und dann sind wir hier praktisch schon im hinteren Fach. Ja, während der Fahrt packt man das hier natürlich, diese kleine Ladefläche, voll mit seinen Klamotten, und dann hat man halt unter der Liegefläche auch noch Platz. Ich habe hier gerade übrigens das Hubdach hochgeklappt, so dass ich hier drin auch gut und bequem stehen kann.
So, und ich habe die Möglichkeit natürlich, das Bett hier, das obere mit Leichtigkeit, kann ich hier mit einer Hand einfach herunterziehen. Ja, und dann haben wir hier ein schönes, geräumiges Bett. Wie gesagt, Ausmaße 2 Meter mal 1,10 Meter ist das. Und das Hubdach lässt sich ja elektrisch bedienen. Das finde ich schon super praktisch. Es gibt hier oben im Bettenbereich einen 12-Volt-Anschluss. Ja, warum man jetzt hier den Zigarettenanzünder gewählt hat, ich bin sicher, dass man auch die Wahl hat, hier USB-Anschlüsse verbauen zu lassen. Dann einen Lichtschalter, mit dem man also tatsächlich im Hubdach die Lampen einschalten kann. Und zwar auf beiden Seiten. Das ist also so konzipiert, dass man einmal rechts, einmal links hier Licht ein- und ausschalten kann. Nicht schlecht. So, und wo ich schon mal dabei bin, nach hinten zu gucken. Hier gibt es ja auch noch ein Fach, das ich, normalerweise aufziehen. Okay, da gibt es jedenfalls ein Fach, was man nutzen kann. Zweiter Versuch, das zu öffnen. Und zwar wird es irgendwie nach unten weggezogen. Ja, jetzt hat es sich wieder verhakt. So, jetzt haben wir es endlich aufgekriegt. Ist auch direkt so ein bisschen das Thema. Der Möbelbau hier lässt sich in keinster Weise vergleichen mit dem, was ich von der Robeta gewohnt war. Das ist natürlich alles hier ein bisschen Kunststoff, plastikmäßig und auch die Verdunklung vorne. Also erstens schließen die alles andere als vollständig ab, also dunkel wird es im Wagen nicht. Und wenn man da rangeht an diesen Mechanismus, das muss ich wirklich nachher mit zwei Händen wieder öffnen, ja, das ist alles ein bisschen wackelig angebracht. Hier oben ist es nur in diesen beiden Ösen eingehangen und die Jalousien stehen deutlich unter Zugspannung. Das muss man also wirklich mit viel Fingerspitzengefühl machen. In diesem Fahrzeug haben wir auch eine 60 Ampere Aufbaubatterie. Das reicht, denke ich mal, für ein, zwei Nächte aus. Aber den Wechselstrom gibt es natürlich nur bei einem Landanschluss, wenn der angeschlossen ist, funktioniert die Steckdose. Bis jetzt hier in dem Fahrzeug auch nur eine Wechselstromsteckdose finden können. Diese Anschlüsse und auch die Lichtschalter, ja, die sind ein bisschen unglücklich verbaut, sage ich mal hier. Und zwar befinden die sich hinter dem Fahrersitz, den man auch ein bisschen vorstellen muss. Und ach, ich komme mit der Kamera gar nicht dazwischen. Jedenfalls hier ist Steckdose, Lichtschalter und auch zwei USB-A-Anschlüsse. Sehr, sehr schwierig. Da muss auch wirklich ein bisschen fummeln. Aber man sieht hier vielleicht mein Kabel, was hier zum Handyladen herunterhängt. Und da ist das dazwischen gepackt irgendwie. Ja, die Stelle ist einerseits ein bisschen fummelig und ungünstig, aber andererseits kommt man auch nicht versehentlich dran. Hat beides Vor- und Nachteile. So, und dann machen wir mal hier außen weiter. Im Heck des Fahrzeugs findet sich der Landstromanschluss und daneben der Frischwasseranschluss. Wir haben 30 Liter, die sowohl in den Frischwassertank hineingehen, als auch in den Grauwassertank. Nach meinen Erfahrungen ist das völlig ausreichend. Auf diesem Campingplatz stehen wir natürlich relativ günstig, ist nicht weit, aber das Kabel, das Roadsurfer mitgegeben hat, ist aber auch wirklich lang, super. Ja, dann hinten der Laderaum unterhalb des Heckbetts, was ja wieder zusammengebaut wurde. Hier gehen locker 2-Euro-Boxen rein mit noch ein bisschen Platz nebenan. Und das restliche Gepäck wandert halt während der Fahrt hier hinten drauf. Also das finde ich super. Dann haben wir hier tatsächlich eine Außendusche. Und dann kommen wir hier in den Kleiderschrank. Typisch Männerordnung, die man hier sieht. Und wir können auch diesen Teil nach hinten wegschieben. Hier drunter würde sich, wenn ich dieses Fach anhebe, die Gasflasche befinden, die dann den Herd betreibt. Übrigens hat das Fahrzeug eine Standheizung. Das finde ich super, dass es auch schön warm ist. Ja, ein ganz besonderes Gimmick befindet sich hier in der Heckklappe. Und zwar hinter diesem Reißverschluss kann man Stühle kommen hier rein und der Tisch kommt in die Schiebetür, in die Verkleidung. Das ist wirklich super gelöst. So, und als nächstes ist das Hubdach dran und damit kommen wir auch mal hier zu diesem zentralen Bedienpanel. Finde ich eine gute Sache. Befindet sich hier oben oberhalb des Rückspiegels. Was ich jetzt weniger toll finde, ist, dass man jedes Mal die Zündung einschalten muss, um irgendwie Lichter und Heizung
alles zu regeln, aber ist halt so. So, da können wir drauf drücken. Erinnert mich so ein bisschen an das Bedienpanel von der Truma. Und hier in dem ersten Fenster haben wir jetzt hier die Übersicht über Batteriestand und Frisch- und Abwassertank. Das können wir hier sehen. Dann drehen wir einen weiter. Kühlbox, Aufstelldach, Standheizung, Campingmodus haben wir leider erst heute Morgen entdeckt. Wenn man nachts die Türen aufmacht, geht die gesamte Festbeleuchtung an, wenn man den Campingmodus nicht eingeschaltet hat. Ja, und dann maximales Laden und Niveau. Haben wir noch eine weitere Seite, Licht. Ja, Licht ist vielleicht ganz interessant. Hier kann man die einzelnen Lichtbereiche von hier oben steuern, ein- und ausschalten. Da sieht man mal, wie viele Lichtquellen es hier so insgesamt gibt. Und wieder zurück. Ging uns ja so ein bisschen ums Aufstelldach. Dazu lasse ich erstmal die Klappe hier wieder runter. Gucken, dass hier alle Reißverschlüsse zu sind. Alles fein säuberlich. So, dann ist die Frage, geht dieses Aufstelldach auch wirklich wieder herunter? Also nochmal zum Bedienpanel zurück. Aufstelldach anklicken. Schließen ist angeklickt. Dach ist offen. So, und da hören wir schon. Dachbett schon unten. Dachbettjalousie noch offen. So, Zwischenposition ist einfach ein Sicherheitsmechanismus. Ja, ein bisschen Geräusche macht es, aber das Hubdach und das Zelt fällt genau in die richtige Lage. Also das ist schon eine echte Annehmlichkeit. Fertig, würde ich sagen. So, und dann noch die Jalousie hier für die Öffnung zugemacht. Muss man auch vorsichtig machen. Alles ein bisschen klapprig. Auch hier diese Decke, die hier so ein bisschen durchhängt. Aber so ist es halt nun mal. So, da sind wir auch schon fast abfahrbereit, aber ich denke, ich mache mir hier noch ein Cappuccino, bevor es dann losgeht zu Porcupine Tree. Bitte? Ich sehe nichts. Ich würde jetzt einpacken. Nachher rauskommen, wenn das hier voller wird, schwierig. Dann drehst du am besten da oben. Genau, das freut mich dann nicht gut. Kommen wir zum Fazit dieses Videos. Wie war es denn jetzt nun ein Wochenende lang in diesem Camper von Roadsurfer, der VW T6? In der Ausbauvariante California Ocean. Und ja, das Wochenende war sehr interessant. Ich kann also jetzt schon ein paar Erfahrungswerte mitteilen. Fangen wir erstmal mit den Nachteilen an. Nach dem Wochenende kann ich sagen, dass ich grundsätzlich drei Nachteile sehe. Erster Nachteil ist so ein bisschen das Raumangebot. Man muss hier, wenn man zu zweit unterwegs ist, schon ganz schön gucken, wie man das mit dem Packen macht. Denn hinten,
Der Platz unterhalb des Heckbetts ist natürlich nicht ausreichend für alle Sachen. Auch die Schränke hinten, die verbaut sind, ist natürlich nicht ausreichend für alles, was man in so einem Camping gerne mit dabei hat. Ich denke da alleine an Hundezubehör, Fahrradzubehör, Körbchen und so weiter. Wenn es mit solchen Sachen losgeht, dann ist man natürlich relativ schnell am Ende. Aber das muss man natürlich ganz klar mit einkalkulieren. So ein Fahrzeug hat halt eben nicht so viel Platz. Problem 2. Toilette. Großes Problem. Die fehlt wirklich. Ich hätte es nicht gedacht, aber schon an diesem Wochenende auf einem normalen Stellplatz, so wie ich es ja mit der Robita immer gewohnt war, irgendwo hinstellen und dann pennen gehen, nachts raus. Wenn man an einem Platz ist, wo halt eben auch kaum eine Austrittsmöglichkeit ist, ist schon mal ganz schlecht. Großes Geschäft ist schon mal ganz schlecht und für die Damen ist natürlich auch kleines Geschäft ein Problem. Dann, wenn man zu zweit unterwegs ist und eine Möglichkeit hat, als Mann mal nachts rauszugehen, um Pipi zu machen, dann macht man die Schiebetür auf und macht sie wieder zu. Der andere ist dann auch wach geworden. Also ich muss wirklich sagen, ich hätte niemals gedacht, wie sehr das fehlt. Es fehlt total. Problem Nummer 3 ist hier ganz klar die Qualität des eingebauten Wohnmobilausbaus. Das ist 0,0 mit Robeta vergleichbar. Also an allem, was man hier anfasst, muss man wirklich aufpassen, dass es einem nicht irgendwie auseinanderspringt, zerreißt, irgendwie anders kaputt geht. Das ist wirklich nervig. Das geht hier oben mit dieser Jalousie schon los, die man ja aufmachen muss, um an das Hubdach zu kommen. Ja, da muss man wirklich aufpassen, dass einem die Lamellen da nicht ausreißen. Das geht weiter an diesen Jalousien hier, die hier einzustecken. Das ist wirklich eine Kunst für sich. Flutscht dann auch ein paar Mal zur Seite, ehe man es dann geschafft hat. Also das ist auch ein Ding, neben der Tatsache, dass sie auch nicht richtig abdunkeln, muss man auch dazu sagen, ja, schwierig. Also es geht, wenn man aufpasst, aber es nervt dann doch ganz gehörig. Zu den Vorteilen. Ein Vorteil ist natürlich die kompakte Größe des Fahrzeugs. Das finde ich bei einem VW-Bus immer noch wahnsinnig toll, dass man hier einerseits natürlich sowas wie eine Art Mini-Campingmobil aufbauen kann, aber außen so klein ist, dass man wirklich am Supermarkt, an der Raststätte ganz normal in jede PKW-Parklücke hineinpasst. Und das ist wirklich cool. Toll ist auch, dass der Wagen ganz normal beschleunigt, dass hier drin nichts klappert, dass man hier wirklich sehr, sehr schön drin fahren kann. Stellt sich natürlich die Frage, wäre das ein Ersatz für die Robeta? Also ein VW ID. Buzz, dann elektrisch mit Long Wheelbase, also den langen Radstand, ausgebaut ähnlich wie dieser hier. Könnte ich mir das vorstellen? Jein, ist die ganz uneindeutige Antwort. Es ist so, dass ich sagen muss, dass man natürlich bei dem Plan, ein so kleines Campingmobil zu besitzen, dann auf Elektrobasis ganz neu und dann vielleicht auch ein bisschen besser ausgebaut als dieser hier. Ich denke da zum Beispiel an den VW-Tuner Abt, die ja inzwischen auch eine T6 und den T7, glaube ich, auch ausbauen. Die werden also auch den ID. Buzz ausbauen. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer an der Qualität. Das würde ich mir natürlich gerne mal angucken, was die sich so einfallen lassen. Aber da muss man ordentlich in die Tasche greifen. Da kommt man nicht unter 120.000 Euro davon. Das sage ich sofort. Und das ist natürlich eine Preiskategorie. Wenn dann auch hier die Toilettenlösung nicht irgendwie herbeigeführt wird, dann ist das eine ganz, ganz schwierige Sache. Auf der anderen Seite kann man natürlich rechnen, wenn ich meinen PKW und einen Kastenvan mal gedanklich wegspare und diese beiden Autos zusammenführe und sage, ich habe einen VW ID. Buzz und der ist als Camper ausgebaut und ich bin nutze ihn als beides, dann stellt sich natürlich die Frage, geht das? Kommt man im Alltag zurecht, wenn man für jede Einkaufsfahrt einen Camper dabei hat? Das müsste man eigentlich auch mal ausprobieren, konnte ich jetzt hier mit dem Fahrzeug nicht ausprobieren. Ich könnte es mir aber vorstellen, dass man mit einem Camper als PKW-Ersatzfahrzeug zurechtkommen kann. Ja, dann hätte man natürlich das Problem, dass man immer noch ein sehr teures Fahrzeug hätte, aber sicherlich günstiger als beide Fahrzeuge getrennt. Aber immer wenn man unterwegs ist, hat man eine halbe Lösung.
im Urlaub mit dem Campingmobil fehlen einem die Features, die man so im Kastenvan gewohnt ist oder in einem Teilintegrierten. Und wenn man im PKW unterwegs ist und auch mal Leute mitnehmen will, Freunde mitnehmen will oder so richtig klassische Alltagstouren machen will, zum Beispiel zum Amt, dann hat man immer irgendwie seinen Camper mit dabei. Also die Frage, ob man eher jemand ist, der das Glas halb voll oder halb leer beurteilt, ihr wisst, was ich meine, ob man sich jedes Mal ärgert, dass man das mitschleppt, was man eigentlich nicht dabei haben will, oder aber umgekehrt, dass man sagt, finde ich super. Ich finde es immer super, ob ich im Alltag fahre oder im Urlaub. Ich liebe mein Fahrzeug. Da bin ich mir bei mir noch nicht so ganz sicher. Deswegen bin ich ganz dankbar für diesen Test, dass ich mal einen realistischen Eindruck bekommen habe, wie das ist, mit so einem Camper unterwegs zu sein. Und insofern bin ich ein klein bisschen hin und her gerissen und auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt worden. Ich weiß es also einfach noch nicht, was ich machen werde. Ich bleibe aber an dem Thema dran, auf alle Fälle. Ich werde mich natürlich auf den Messen mal so ein bisschen gezielt umhören, was die Hersteller so an Lösungen anbieten. Vielleicht kommt ja noch ein Aha-Erlebnis. Und dann werde ich euch natürlich hier auf diesem Kanal darüber berichten. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn das so ist. Abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Inhalte verpasst. Außerdem hilft der Algorithmus dann auch, dass der Kanal nochmal ein kleines bisschen wächst, was mich natürlich freuen würde. So, jetzt sage ich erstmal ciao und bis demnächst.